Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verbliebene Zuschauer, wo auch immer Sie sind. Diese Woche titelte eine große deutsche Tageszeitung: Was macht Matthias Machnig? Und ich möchte denjenigen, die wie ich manchmal nur die Überschriften solcher Zeitungen überfliegen, auf die Sprünge helfen. Er ist ja Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und er kümmert sich oder kümmerte sich zumindest die letzten Wochen sehr intensiv um das Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz. Ja, ein wirklicher Zungenbrecher. Das BMWI hat, wie ich finde, einen sehr ordentlichen Entwurf vorgelegt. Wir haben diesen dann im parlamentarischen Verfahren sehr genau unter die Lupe genommen und versucht, noch einige Punkte zu verbessern. Wie mein Kollege Haider von der Union das richtig bemerkt hat, und der Dank an die gute Zusammenarbeit geht hier meinerseits auch gern zurück, bereits in seiner ersten Rede, die nur zu Protokoll ging, im Oktober angemerkt, kein Gesetz verlässt den Bundestag am Ende so, wie es hineingekommen ist. Das ist auch hier so. Ein Thema der letzten Wochen war vor allem die Auflösung der APAG durch das APAREG und die damit verbundene Übertragung ihrer Aufgaben in die neu zu schaffende Abschlussprüferaufsichtsstelle, kurz APAS, und deren Eingliederung bzw. die Frage, wie man das macht, ob man vielleicht auch nicht eingliedert in eine Behörde. Diese Problematik hat für verschiedene Diskussionen gesorgt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie der Philosoph Hegel schon vor vielen Jahren festgestellt hat, es gibt viele Wege, die zu einem Ziel führen. Wichtig ist dabei allerdings, die goldene Mitte zu finden. Durch die Eingliederung der APAS als eigenständige Stelle in das BAFA können bestehende Verwaltungsstrukturen im Sinne der Wirtschaftlichkeit genutzt werden. Gleichzeitig werden durch die Eigenständigkeit der Stelle die EU-Anforderungen an die Qualifikation und Letztverantwortung der Leitung erfüllt, sowie die Sichtbarkeit auch der Erhalt der Marke APAG oder neu APAS als national und international hoch anerkannte berufsstandsunabhängige Aufsicht gesichert. Ich denke, hiermit haben wir die goldene Mitte gefunden und sollten das Thema dann in Zukunft auch auf sich beruhen lassen und hoffen, dass das vom Berufsstand dann auch in der Breite getragen und mit akzeptiert wird. Eine Problematik bei solchen Operationen ist immer die Überleitung des vorhandenen Personals. Mir und meiner Fraktion war es ein Anliegen, die Kontinuität der bisherigen Aufsicht zu ermöglichen. Diese Beständigkeit wird insbesondere durch eine weitestmögliche gesetzliche Übernahme des vorhandenen hochqualifizierten Personals gewährleistet. Für die Wirtschaftsprüfer ist uns das bereits in dem Gesetzentwurf gut gelungen. Es geht uns noch so ein bisschen um Artikel 2, Paragraph 6. Er regelt den Übergang der Beschäftigten, die nicht als Wirtschaftsprüfer in der Wirtschaftsprüferkammer bisher arbeiteten und zum Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle übergeleitet werden sollen. Nach meinen Informationen handelt es sich um einen Kreis von 12 Personen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es nicht sein kann, dass das, was für die gut bezahlten, sehr gut bezahlten Wirtschaftsprüfer gilt, dass sie möglichst ohne Verluste sozusagen übergeleitet werden in ihre neuen Jobs, nicht auch als Verfahren und Maßstab für Sekretärinnen, Sachbearbeiter und Referenten gelten kann. Auch in diesen Berufsgruppen müssen wir dafür sorgen, dass eine Eingliederung vernünftig ist. Der Gesetzentwurf bietet dem Ministerium dafür einen Verordnungsspielraum. Und deswegen würden wir herzlich darum bitten, so wie das auch seinerzeit, wir erinnern uns an die Einführung des TVED, das gab große Debatten um die Vergleichbarkeit von Gehaltsstrukturen in Ländern und Kommunen damals, eine Überleitung weitestgehend in dem Sinne so gemacht werden kann, dass die Betroffenen ohne Verluste hinausgehen. Das lässt Artikel 2 Absatz 6, Paragraph 6 Absatz 4 des APAREG eindeutig zu, und wir würden uns freuen, wenn das Ministerium hiervon auch von diesem Spielraum Gebrauch macht. In diesem Sinne vielen Dank. Vielen Dank. Damit